wenn es einem Spaß macht, wenn man immer weiterkommt und auch immer weiterkommen will, dann geht man einfach immer wieder ins Training. Manchmal läuft es natürlich nicht so gut, aber es macht einfach Spaß. Das sagt einer, der es wissen muss. Stefan Heiden turnt seit seinem 6. Lebensjahr und hat nie daran gedacht, aufzuhören. Mit der TG Allgäu bestritt er schon Wettkämpfe in der 2. Bundesliga und staubte viele bayerische Titel ab. Doch Stefan zählt mittlerweile zu einer Ausnahme, denn den männlichen Leistungsturnern geht der Nachwuchs aus. Laut Uli Benker, Trainer bei der TG Allgäu, liege das aber weniger an mangelndem Interesse als vielmehr an fehlenden Trainern. Seit 10 Jahren gäbe es bei der TGA keine festen Trainer mehr und das räche sich jetzt. Doch das will er ändern. Also wenn ich auf Leistungssport trainieren will, dann brauche ich 3 bis 4 Mal die Woche Training. Und das ist ja sehr schwierig, jemanden zu finden, der die Zeit aufbringt, diese 4 Tage in der Halle zu verbringen. Und wir schaffen das auch nicht, weil wir alle berufstätig sind. Und daher haben wir uns zusammengetan mit einem Trainerteam und jeder wechselt sich ab. So haben wir wirklich durch die ganze Woche hinweg einen Trainer gespannt quasi und die können das dann alles übernehmen. Das Trainerteam, zu dem auch Benker selbst zählt, besteht komplett aus ehemaligen oder aktiven Bundesliga-Turnern. Und die suchen nun Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren mit Spaß am Turnen, aber auch einem gewissen Talent. Interessenten gibt es bereits. Kein Wunder, kam doch der Anstoß zu dem Projekt auch aus der Basis. Also auch die Initiative kam auch teilweise von Eltern oder Trainern, die seit Jahren zu mir kommen und fragen, Uli, kennst du nicht jemanden, der den Kleinen trainiert, der wirklich Talent, wo kann ich den hinstecken? Und bisher ist es so, dass ich sagen musste, ja, fürs Leistungsturnen, so wie wir es betreiben, habe ich leider gerade nicht die Möglichkeit, ihn irgendwo hinzustecken. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, da müssen wir was tun. Doch nicht alle waren von der Idee sofort begeistert. Viele Vereine befürchten, dass ihnen durch die Leistungsschmiede die Talente gestohlen werden und waren zunächst skeptisch. In der Turnabteilung des TSV Wiggensbach kann das gut nachvollzogen werden. Wenn man in andere Vereine blickt, ist es nicht selbstverständlich. Da kämpfen oft 1, 2 Trainer, die da von den Kleinen bis hoch alles Mögliche abdecken mit einem riesen Enthusiasmus und Engagement. Und wenn man dann einen rauskriegt, einen guten oder ein paar wenige, dann ist es schön und toll und natürlich für den Trainer prima und ist schwer abzugeben, so einen. Aber wenn man nur auf das Talent schaut, ist es die Chance dann, in so ein Turnteam zu kommen und auch den Namen und den Verein weiterzutragen. In Wiggensbach gibt es zwar keine Nachwuchsprobleme, dennoch kämpfe man hier genau wie in anderen Dorfvereinen darum, genügend Trainer bereitzustellen. In Wiggensbach gelingt das ganz gut. Trotzdem, einzelne Turner intensiv zu betreuen, ist auch hier nur bis zu einem gewissen Level möglich. Auch Stefan hat das schon bemerkt. Also wenn ich jetzt im Training bin und die Kinder anschaue, dann fällt mir oft einer auf. Das sieht man dann auch sofort. Der hat einfach Spannung, der hat die Grundlagen schon und da sieht man auch gleich, aus dem könnte was werden und da lohnt es sich dann halt, den zu fördern. Und mit viel Übung kann derjenige dann vielleicht auch bald auf so eine erfolgreiche Karriere zurückblicken wie Stefan, solange wir nicht im Weg stehen. Oh, Entschuldigung.